Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rome Total War 2 und ja, es ist sehr interessant. wir wurden jetzt hier rausgeschmissen und hier rausgeschmissen. Wir haben das dazu, da rausgeschmissen. Wir haben nur noch das da. Was jetzt und das da, was jetzt etwas mehr ist, als wir am Anfang hatten, beziehungsweise etwas anderes. Mehr ist es ja nicht, es ist ja weniger. Ja nun, also Antiochia wird von den Athenern bedroht und den Pataver. Hier sind zweimal Anthropane und Tarsus wird passiv von einer kompletten Armee alter Fürstecke bedroht. Die da siechen hier vor sich hin und werden von Patawa und Nabatea die ist gerade ein bisschen dumm, oder? Die plündert in ihr eigenen Land. Naja, okay. Gut. Nächste Runde bekommen wir hier auch eine Rebellion, also Sklavenaufstand. Es ist alles nicht ganz so easy, würde ich mal behaupten. Aber wir haben 3300 Gold. Ich weiß nicht mehr woher, aber wir haben's. Wohlstand durch Handel, lokaler Handel, Subsistenz, Wohlstand durch Bildung, Kultur. Irgendwie muss ich schauen, dass ich wieder an Geld bekomme. Das ist echt krass. Minus 2 öffentliche Ordnung. Dafür 50 mehr Wohlstand. Welche Armeen haben wir denn gerade? Also wir haben Donner. Die ist halb tot. Also ja, aber sie halt. Also 5 Runden, dann ist sie wieder da. Das Beben, das ist eigentlich meine Hauptarmee gerade. Und die 501. wurde ziemlich zermalmt. Das ärgert mich immer noch mit den Kriegswagen, diese drei goldenen, die einfach so weggeschmissen waren. Also ja, war eigentlich selbst schuld, weil ich die Schlacht automatisch gemacht habe. Sehr blöd. Okay, das ist gut, dass Galatien sich ein bisschen zurückzieht. Hier kommt Athen, aber sowas von. Also wenn ich das noch schaffe, dann bin ich stolz. Also wenn ich das noch schaffe. Okay, Anthropan, Anthro irgendwas. Geht jetzt zurück. Wer ist das? Artemis Herd. Will der mich verarschen? Ja. Ja, er hat ja gesagt, ja, er will mich verarschen. Und zwar, was? Das sind die Sklaven. Er will mich jetzt nicht wirklich mit einer Fullstack-Armee von Sklaven angreifen. Wieso hat er jetzt schon eine Fullstack-Armee? Alter. Ach, wegen, ja, okay, wegen Sklavenaufstand. Bei Sklavenaufstand bekommen die eine komplette Armee. Und das haben sie jetzt komplett, boah, was für Ärsche.
Okay, das kann ich automatisch machen. Ja, ich muss die komplett vernichten. Ach gut, sie haben überlebt. Sehr gut, also das war extrem wichtig. So, du kommst hier zurück. Du. Das sind meine. Wo geht meine Hauptarmee hin? Ich stelle mal ein bisschen. Oder auch nicht. Dann mache ich mal das da. Oder auch nicht. Was ist das denn für ein Typ? Ja, okay, der ist ein bisschen High Level. Okay, also hier kommt die zweite General. Das ist, glaube ich, auch ein General. Schiffskommandant. Okay. Und das da ist auch ein Admiral. Also zwei Fullstack-Armeen kommen noch. Okay. Okay, meine Hauptarmee. Wo brauche ich die Hauptarmee gerade? Also. Entschuldigung, ich bin ans Mikro gestoßen. Meine Hauptarmee. Wäre eigentlich ganz gut, wenn die immer noch hier oben bliebe. Ich könnte mit der 501. nach unten. Also mit der könnte ich runter. Donner geht da rein und die gehen hier hin. Ich glaube, das ist gerade am sinnvollsten. Okay, also du gehst hierhin, du gehst dahin. Da habe ich nicht so viel Regeneration leider. Und du gehst dahin. Die könnte es halt nochmal angreifen. Die könnte es nochmal angreifen und nochmal plündern. Ich mach's anders, warte mal. Kommst du? Nein. Das war ein Fehler. Okay, kommst du dahin? Ja. Okay, also ich hätte es andersrum machen sollen. Ich hätte mit der Armee hier runter und mit der Armee hier bleiben sollen. So von da nach da. Okay, aber okay. Das geht schon irgendwie. So, jetzt schütze ich mal die Küste. Wie alt bist du? 25. Wohlstand durch Industrie. Bonus auf öffentliche Ordnung. Korruption. So mache ich das. Und das. So. Okay. Okay. Gut, nächste Runde bin ich wieder bankrott. Ist aber. Ja, mei. Also, das da stört gerade mega. Aber ich glaube, nächstes Mal kann ich die besiegen. Ja, ich weiß. Ich weiß, dass ich bankrott bin. Das wird definitiv nochmal spannend.
Athen Wildhauses. Wo kommt denn jetzt die zweite Armee her? Ja. Kämpfe ich mal. Einfach damit ich so viele wie möglich. Ja. Töten kann. Wobei der sehr, 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 sehr gute Einheiten hat. Okay, der greift von hier an. Vier Leitern. Geht da hier hin. Dann brauche ich hier. Die da. Und hier die da. Ich hoffe ja, dass er nur hier hingeht. Den Mob benutze ich mal hier einfach, damit der, ja. Position halten! So. Falls der dann kommt. Dass die dann einfach hier hinten bleiben. Oh, der eine geht hier hin. Ups. Warte, warte, warte. Wieso? Da nicht. Hier ist kein Eingang. Da ist kein Eingang. Alter, ein bisschen laut hier. Bin ein bisschen skeptisch, dass da kein Eingang bzw. kein Ausgang ist. Also die gehen wirklich da lang, okay. Jetzt bin ich mal gespannt, ob die nicht wirklich dahin gehen. Schneller. Schnell, schnell, schnell. Okay. Sehr gut. Unser General wird angegriffen. So, da bin ich mal gespannt. Die kommen wirklich alle dahin. Okay. Doppelte Geschwindigkeit! Steinschleuderer! Dann geht ihr auch mal dahin. Doppelte Geschwindigkeit! Das könnte halt wirklich meine Rettung sein, ne? Die Frage ist, ob er jetzt hier hingeht und durchbricht, weil das könnte er, oder aber wirklich hier durchgeht oder also über die Mauer will.
Okay. 5 habe ich momentan verloren. Das ist aber noch alles im grünen Bereich. Okay, wieder. Ja, nee, das ist jetzt schon zu spät. Ich wollte eigentlich die Formation wieder gerade biegen. Aber in Ordnung. In Ordnung. So, sieht ganz gut aus, dass der jetzt wirklich mit der ganzen Armee runterkommt. Okay, das könnte wirklich mein Lucky Point sein. Aber es ist echt seltsam, dass die hier, wahrscheinlich sind die Häuser zu nah dran gebaut worden. Weil hier zum Beispiel kann ich auch nicht durchgehen. Ist wahrscheinlich dann so eine Alpha-Wand hier rum. Und dementsprechend ist es ganz praktisch. Also, ja, anders hätte ich es nicht geschafft. Okay, 18 von denen gestorben. 9. Das sind halt die Adelsschwertkämpfer. Da bin ich mal gespannt. Weil die sind echt gut. Alter, wie viele da noch kommen, ne? Uiuiui. Uiuiui. Eine andere Version oder Möglichkeit wäre gewesen, wenn man sich hier aufstellt. Aber da gibt es halt auch diesen Turm, ne? Also. Ja. So, schon 12, 13 gestorben. Aber die da wanken jetzt alle auch. Ja, das ist echt ärgerlich, dass der hier die das Tor nicht mehr einnehmen kann. Okay, sind auch alle eher weniger positiv. Aber da kann man halt noch so viele. Uiuiui. Da kommen halt noch sehr, sehr viele. Aber ich werde einige mitnehmen können. Und das ist jetzt ein Problem. Okay, gut. Ich bin mal gespannt am Schluss, wie viele die getötet haben. Aber ich finde es gerade komisch, dass die so wenig schießen. Ich muss halt darauf achten, dass die nicht das ist gut, das ist sehr gut, dass die nicht von der Seite angegriffen werden. Sehr gut. Okay. Ich hoffe nur, dass der relativ schnell hier weggeht, damit ich das Tor wieder einnehmen kann. Und dann ballert es nämlich auch sehr schön da weiter.
ihr werdet gerade von hinten angegriffen, ne? Ja. Da mache ich euch mal wieder in Quadratformation, weil das ist alles andere als klug von euch. Okay, jetzt fangen die aber... Okay, ich... gut. Sehr schön. Jetzt bekommen wir den Turm wieder. Das ist sehr, sehr gut. Okay. Langsame schwinden hier auch. Also 52 sind schon gestorben. Also schon, also. Okay, gleich haben wir die Mauer wieder. Sehr gut. Jetzt ist nur die Frage, wo die hinschießen. Die sind halt schon erschöpft, das ist schlecht. Aber ich glaube... Wusel, wusel, wusel! Aber ich denke mal, dass wir es schaffen. Es kommt drauf an, wie lange meine Phalanx aushält und wie lange die Speerkämpfer aushalten. Ich hol die jetzt doch. Weil das spielt sich jetzt alles hier ab. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Dann gehe ich mit denen hier hin. Einfach um ein bisschen Präsenz zu zeigen. Erschöpft 94, 93, 92. Ja, okay, jetzt langsam. Langsam. Fallen sie, wie die fliegen. 91. Uiuiui. Feuerschaden. Die kommen jetzt auch bald. Wie lauten eure Befehle? Vergießt ihr Blut! Ich versuche die mal noch ein bisschen hinzuhalten. Die Männer wanken. Ja, also an sich könnte ich es noch schaffen, aber ich glaube eher weniger. Vor allen Dingen, wenn jetzt hier das Tor fällt. Bitte, bitte, Wank. Ja. Und jetzt pushe ich mal da noch rein. Vielleicht reicht es. Ja, schön weiter, weiter, weiter. Ja, sie wanken. Wunderbar. Sehr gut. Jetzt der letzte Push. Letzte Push. Und los geht's. Gut, wir haben es geschafft. Uiuiui. Aber auch nur, weil er
Weil er nur hier reingekommen ist. Sonst hätten wir natürlich keine Chance gehabt. Und hier hat er auch viel zu spät angefangen. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Ihr seht ihr ja schon, also das hat jetzt einen Feuerschaden von 72. Ja, also wenn er hier durchgebrochen wäre, also viel früher, oder? Beziehungsweise wenn er mit seiner zweiten Armee hier angegriffen hätte und reingekommen wäre, klar, es wäre sehr teuer für ihn geworden. Aber er hätte es geschafft. Alter. Oh. Gut, naja, gut. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Angriff. So, das war's. Okay, die ist gut, die ist ein bisschen heftiger. Boah, okay, wie viel schätzt ihr, haben die Pikiniere geholt? Ich sage 900. Was? Was? Das ist ein neuer Rekord. 2644. Alter. Und hier sieht man ganz geil. Ich habe 2975 getötet und davon haben die halt einfach, also Alter, wie viel haben die anderen, warte, also 2,6 und 2,9. Ja. Die anderen haben so insgesamt 300 getötet und mehr, also 125, 300, 334. Die, was? Die haben auch 50 und 65, Alter. Ja, aber dann können die keine 2644 getötet haben. Egal. Okay. Ja, und genau, also 2,9 habe ich getötet und der hat 3,9 verloren. 3898. Das heißt, meine Türme haben fast 1000 Leute getötet. Und das ist halt, niemals unterschätzen. Alter, das ist echt mein neuer Rekord hier. Junge, Junge, Junge. Wow. Eine gute Nachricht unter solchen Begebenheiten ist echt schwierig. Siedlung wird belagert. Heureka. Dann würde ich sagen Petra. Ach, jetzt kommt der nächste. Meinst du wirklich, du kannst den einen Dude? Okay, der hat nur noch 62 Leute. Aber Junge, der hat gerade einiges bewegt. So.
Ich mache trotzdem hier weiter, auch wenn es eigentlich kein Grund oder kein Sinn hat. Aber es hat doch Sinn. So. Okay. Ich würde sagen, ich bleib sogar mal hier, oder? Die Frage ist, ob ich nach Süden gehe. Also ich überlege gerade, ob ich mit der Armee jetzt hier Nabatea befreie. Aber ich glaube nicht, weil hier sind zwei hübsche kleine Fullstack-Armeen. Da ist ja schon wieder eine halbe Stunde um. Gut, es tut mir leid. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und ja, habt ein bisschen was über Verteidigung bzw. Belagerung einer Verteidigung. Verteidigung einer Belagerung gelernt. Und auch, wie man belagert. Also wirklich aus vielen Ecken angreifen und immer schauen, wo die Türme sind und da nicht angreifen, weil ihr habt ja gesehen, die haben gut 1000 Leute getötet. Und das ist nicht viel. Normalerweise, also denk mal drüber nach. Also 1000 sind nicht viel, weil die Tore waren beim Hauptangriff eigentlich die ganze Zeit inaktiv. Oder das Tor. Und erst zum Schluss und zum Anfang haben die geschossen. Und es waren nur zwei Türme. Also es war nur das Tor. Und bei einigen anderen Festungen bekommt man mindestens noch einen weiteren Turm dazu, der dann Dauerfeuer macht. Also ja, immer schön schauen, dass man die feindlichen Tore vielleicht nicht gleich die feindlichen Tore angreift und immer schauen, dass man die Türme erobert. Gut, dann bedanke ich mich jetzt wirklich bei euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns das nächste Mal. Macht's gut. Bye, bye.